Halt. Boah, der wirft. So, in die Kirche. Verdammt. Ich muss auf die andere Seite. Ja, genau. Lauf mal über die Fahnenstange. Junge. Alter, was war das für ein Lag? Kommt rein, Leute! Kirche ist offen, jawohl. Hat er die Mönche abgeschlachtet? Oh, Attentat. Ach krass, als ob der nichts gemerkt hat, das Spiel. Wir sind bis heute noch, also ja, bis heute, bis immer noch die schwierigsten oder die, sag ich mal, schwierigen, aber die nervigsten. Brief vom Vater. Muss ich da überhaupt rein? Nach oben. Ich muss hier irgendwie nach oben. Aber ganz ehrlich. Warte mal, das habe ich da noch nicht gelesen. Ich gehe erstmal hier runter gucken. Vielleicht geht's ja da hinten wieder hoch. Auf jeden Fall war ich hier noch nicht. Und wenn, ich kann mich nicht erinnern. Ah, der ist geflüchtet. Von innen komme ich hier nicht hoch. Der ist echt geflüchtet. Einfach nur ein Attentat. Na gut, das ist ein Bischof, ne? Woher soll der kämpfen? Yeah. Bischof Herefried. Wo war denn der jetzt? Da. Und wir haben noch einen Hinweis zur Leier. Sehr gut. Aber ich muss noch... Nicht? Ich dachte, die musste doch den Tod bestätigen. Ich starb bereits, als ich mich hinter Gewand und Kreuz versteckte. Ich erniedrigte mich, um meinem Orden zu Glanz zu verhelfen. Ich kämpfte mich an die Spitze dieser gewöhnlichen Religion voller gewöhnlicher Leute. Ich hätte wie die Ältesten leben sollen. Das ist der große Fehler der Menschheit, Herefried. Wir wälzen uns in Selbstmitleid wie die Schweine im Dreck. Du hättest das Leben genießen sollen. Anekester abgeschlossen. So, Huni. Schmeißt einen Huni durch den Club. Eivor, ist der... Ist der Bischof tot? Er hat zu wenig gelitten und zu viel geredet. Ja, er ist tot. Ich werde ihn nicht vermissen. Aber Acher wird erst trauern müssen.
Oh. Ja. Komm, Lob. Gut gekämpft, stürmischer Schwan. Endlich mal ein paar Narben auf deiner Jünglingshaut. Ja, aber sie werden heilen. Ich bin stärker denn je. Jetzt führst du Lincoln Shear an, alter Mann. Das wird dein härtester Kampf. Das Schlachtgetöse klingt mir noch im Ohr. Ich denke, dass ich jetzt ein guter Anführer sein kann. Gut. Aber darf ich dich noch um eine Sache bitten? Gern doch. Als Aldermann wird mein Leben gefährlich sein. Zumindest vorerst. Würdest du meiner Swanhild Zuflucht in deiner Siedlung gewähren? Bis ich das Gefühl habe, dass es ungefährlich ist? Sie ist bei uns willkommen. Danke, mein starker Berserker des Nordens. Die Wirtshäuser meines Schiers werden dein Getrampel sehr vermissen. Unsere Leute sind jetzt Verbündete. Wir müssen aufeinander aufpassen. Ach, ich bin furchtbar im Verabschieden. Das reicht fürs Erste. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. So, ja. Ich glaube, mit Hunwald habe ich mich richtig entschieden. Denke ich schon. Hatte ich irgendwie ein Gefühl, dass er das die bessere Wahl ist von den dreien. Bischof hätte ich eh nicht genommen. Den anderen da. Ja, da war ich mir unsicher. Jetzt müssen wir aber nochmal kurz schauen. Klar, erstmal zurück nach Lincoln ist hier, aber auch nochmal kurz so durchklicken. Was habe ich denn hier schon wieder bekommen? Wahrscheinlich wieder gar nichts. Doch, eine Kette. Ach ja, klar. Und wir haben wieder zwei Fertigkeiten für den Baum. Ja, schade. Ich dachte, ich kriege den jetzt fertig. Dann brauche ich noch drei. Dann hätten wir Blau auch erreicht. Jetzt nochmal kurz auf die Map. Ich muss mal jetzt von oben mir nochmal gerade einen Überblick verschaffen. Also, wir haben in Westsex alles, wir haben in Kent alles. In Eastsex haben wir alles. So, Hampton Shear, da bin ich dran. Oxnard Shear ist fertig. Wohin geht das? Das sind, glaub. Ah, okay. Grantabrix Shear ist fertig. East Angler ist fertig. Eastsexe. Grantabrix Shear. Lincoln Shear, wo wir jetzt unterwegs waren, ist fertig. Legra Kester Shear ist fertig. Dann Glow Kester Shear ist nicht fertig. Guck ich gleich. Scrobbish Shear ist fertig und in Snoddingham Shear, da bin ich jetzt. Und Euphorbic Shear ist halt mega groß, das ganze Ding hier. Warte mal. Bin ich hier schon gewesen? Okay, da war ich schon. Das gehört auch noch dazu. Aber hier gibt es in Glow Kester Shear gibt es zwei Sachen. Okay, ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber da hat das wieder nicht funktioniert und ich musste das Spiel beenden und dann habe ich es auch erstmal gelassen. Aber es gibt hier oben im Elfwald eine Kiste, an die komme ich nicht ran. Ich bin durch alle der vier Eingänge gegangen. Diese Kiste erreiche ich einfach nicht. Da müssen wir uns zum Schluss nochmal drum kümmern. Oder ich probiere es zwischendurch nochmal. So, dann Altkarte war ja richtig. Dann gehen wir nach Hause zu Randvi und dann schauen wir mal. Ich glaube, ich rede mal mit Randvi über uns. Haben wir noch ein paar Minuten. Ach so, hier. Aber eigentlich will ich ja warten, bis ich weiß, was mit meinem Bruder ist. Mit dem Jarl. Ist da eigentlich schon ein Jahr? Ich glaube schon, ne? Das Spiel, Alter, ich zock das jetzt schon über ein Jahr, oder? Aber so ein 100... Ich bin halt keiner, der das so storymäßig nur durchballert. Ich muss bis 100% genießen. Bin mal gespannt, ob ich es schaffe. Also, mit euch natürlich Story fertig machen, kein Ding. Aber diese ganzen Nebensachen hier, das ist ja schon noch einiges.
Also sagen wir mal so, ich werde es einfach vorher nicht deinstallieren. Bevor ich hier alles hab. So. Nee, das machen wir nicht. Keine Feste. Eivor, alles... Lincoln Ishii ist uns ein Freund. Wunderbar. Und wer ist dort unser Verbündeter? Der junge Hunwald ist der neue Aldermann Lincoln Ishiis. Und er hat uns Treue versprochen. Dieser Lama ein Aldermann? Nun, sollte er uns je um Hilfe ersuchen wollen, braucht er nur zu rufen. Ja, da oben sind noch zwei Bischöfe. Und unten halt auch noch einer. Moment, was habe ich? Können wir vielleicht noch was bauen hier in der Siedlung? Gucken wir auch gleich nochmal. Nur mal sehen, erinnerst was hier du dich an unser Gespräch, Hunty? Die Herzenssache? Ja. Es war nicht die richtige Zeit für uns. Aber jetzt ist sie gekommen. Ich will es. Ich will dich. Du liegst mir im Herzen, Randy. Nein, das war zu viel. Ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll. Dann sag nichts. Zeig es mir. Ich lerne schnell. Nein, brech ab. Fangen wir lieber sofort an. Das geht nicht. Mann, wenn der Sigmund noch lebt, ne? Das macht man nicht. Ich dachte, man... Ich wusste nicht, dass es sofort so losgeht. Sollen wir das in deiner Kammer besprechen? Nicht nötig. Ja, das mach dich doch nicht gleich so ran, du. Langsam angehen oder so? Wobei, die hatten ja schon eine Nacht. Ja. So. Was wollte ich? Siedlung. Zeig mir, was vor uns liegt. Wir können das aufrüsten. 1200 Kisten und 90 Vorräte. Inventar. Vorräte und 90 rum. Alter, was? Kann ich locker bauen, also eins. Es hängt nur an den Vorräten. Du musst leider dran glauben. Okay. Das ruht sich nur aus. Nee, das, Alter, krass, 75.000, die gibt's ja in den Shops jetzt, also in den, bei den Händlern, in den Läden. Da gibt's immer so richtig viele. Ich glaube 9.999, deswegen habe ich da so viel, aber Vorräte, ne? Da muss ich noch ein bisschen auf Raub ziehen. Aber dann hätten wir die Siedlung bald fertig. Ja, fehlt nur noch eins. Und das dürfte dann der andere Hof sein, hier hinten. Das war... Haus von Humboldt und... Moment mal. Ich dachte eigentlich, das wäre noch irgendwas anderes, also... Da hinten ist doch... Stall oder irgendwas. Ich muss mal gerade hier drüber fliegen. Es sieht so aus, als ob ich alles andere hab. Komplett. Brauerei. Ah ne, guck, sag ich doch. Geflügelhof, der fehlt noch. Und dann das Haus. Oh ne, jetzt kommt noch mehr. Ja gut, das ist eine Quest. Jomsvik, ja gut, die habe ich auch noch nicht voll, aber es fehlt jetzt im Dorf selbst. Nur noch das Haus da hinten und der Geflügelhof. Gut. Und mein nächster Raubzug, der wird dann auf jeden Fall hier oben gehen. Und jetzt ist halt die Frage, ob es da unten noch was gibt. Sonst wird das ein bisschen knapp mit den Vorräten. Und wo wir gerade dabei sind, wen haben wir denn hier? Warte, das gucke ich mir jetzt gleich nochmal so an. Das ist Getreide. War das der hier? Karis Haus. Der Kartenmacher. Ich will doch mal sehen, was der jetzt noch hat. Letzte Aktion. Diesen Part. Ah, Eivor.
Sieh dir meine neuen Karten an. Zeig mir, was du anzubieten hast. Komm etwas später wieder. Hm? Gerade habe ich nichts. Oh. Habe ich alles schon gekauft? Nun muss ich gehen. Auf Warum bald. Sagst du dann erst, sieh dir auf. Meine Karten an. Oh, komm später wieder. Ich habe gar keine. Na gut, egal. Das war's. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir haben... Lincoln ist hier. Erfolgreich erobert. Oder zum Verbündeten gemacht. Und sehen uns dann im nächsten Part. Haut dahin. Bis dahin. Tschüss.